Feedback bekommen auf die Wahl meiner Windeltasche. Ich weiß, dass die Windeltaschen, nach denen ich geguckt habe, die professionellen Windeltaschen, dass die auch sehr, sehr teuer sein können. Und die Tasche, die mir Chris besorgt hat, ist sicherlich keine billige Variante. Aber ich weiß, dass ich sie für ziemlich lange trage. Also ich denke nicht, dass ich die Entscheidung bereuen werde, eine normale Tasche als Windeltasche zu haben. Weil ich kein Typ bin, der Sachen zurück in exakt die gleichen Fächer packt. Also ich bin eher der Couch-kreative Typ, wenn ich so beschreiben kann. Jedenfalls wüsste ich, dass mit einer professionellen Windeltasche, wo alles seinen Platz hat und hier eine Decke eingerollt mit einer Schleife drum und da, ich würde es nie so wieder zurückpacken. Und weil ich mich kenne, weiß ich, dass das die beste Wahl war. Jedenfalls habe ich von Sunny, hi Sunny, einen guten Tipp bekommen. Und zwar hat sie mir geschrieben in den Kommentaren unter dem Video, dass sie eine Windeltaschenfirma hat, von der sie glaubt, dass sie mir gefällt. Und oh mein Gott, hattest du recht. Die sind echt super. Ich mag die super, super gern. Und ich dachte, ich teile es mit euch, für euch, die auch nach anderen Arten von Windeltaschensuppe. Und zwar nennt sich, heißt die Firma Storchsack, also Storchsack oder Storchbeutel. Super schöne Taschen, schaut auf der Website vorbei. Ich kann sie nur empfehlen und vielleicht für später, wenn Baby Boo größer ist und ich mehr Sachen brauche. Flaschen, Essen, Löffel, Spielzeug, keine Ahnung. Im Moment bin ich zufrieden mit meiner Wahl, aber wenn ich nach einer richtigen Windeltasche suchen würde, dann würde ich auf jeden Fall sofort auf die Website gehen von Storchsack und ja, nach dem passenden Modell suchen. Auf jeden Fall, Sunny, guter Tipp. Thank you. Dann, wie gesagt, am Anfang von Woche 36 habe ich euch erzählt, dass Chris und ich den Termin hatten im Krankenhaus und wir konnten die Kleine sehen. Und wir wissen, die Kleine liegt immer noch mit dem Kopf nach unten, mit dem Rücken auf der rechten Seite, mit dem Popo hier oben und mit dem Kopf und den Händchen ganz weit unten. Und dadurch spüre ich die Tritte auch oft hier, weil ich glaube, sie liegt wie so ein L. Diagonal die Füße so, hier der Po und hier der Rücken. Den Po, ich weiß nicht, je nachdem, wo ihr in eurer Schwangerschaft seid, es ist halt eine harte Masse. Und es ist viele Leute oder viele Frauen anfangs verwechseln das auch mit dem Kopf, hat mir meine Ärztin erklärt. Aber ja, mittlerweile habe ich den Dreh raus. Also ich weiß ganz genau, dass das ihr Poppes ist und der lange Rücken. Und du merkst halt, der Bauch ist nicht, lässt sich nicht eindrücken. Es ist halt eine harte Masse. Du merkst, da ist was drin, was nicht deine Fruchtblase ist. Und die Füßchen natürlich, die kommen hier raus und sind immer ganz aktiv, habt ihr ja gesehen. Ansonsten, der Herzschlag ist gut, der Kleinen, und ja, nichts weiter zu berichten, außer wir haben einen Test gemacht auf Bakterien, die bei der Geburt dem Baby gefährlich werden könnten, die bei der Geburt die Mama auf das Baby übertragen kann. Auf jeden Fall muss man wissen, ob eine Frau diese Bakterien hat. Denn wenn es so ist, wenn du die hast, dann bekommst du Antibiotika zur Geburt verabreicht. Und wenn du sie nicht hast, dann brauchst du natürlich keine Antibiotika. Also, fingers crossed, dass ich das nicht brauche. Jetzt zeige ich euch noch zwei Sachen, die habe ich besorgt für die Zeit nach der Geburt. Und ich bin sicher, ihr habt von den Sachen schon gehört. Das eine ist ein Bauchwrap. Und zwar, es gibt verschiedene Firmen, die produzieren diese Art von Wraps oder von Bauchbändern. Und das sind Kompressionsbänder für den Bauch. Und ich habe das gewählt von Belly Bandit, das Bambu-Modell. Also es ist gemacht aus Bambu, aus Bambus, Bambu. Und das Coole an Bambus ist halt, an dem Bambusmaterial ist, Bambus ist die schnellst wachsende Pflanze auf der Welt. Das heißt also, wieder für uns umweltbewusste Ladies da draußen, umweltfreundlich, atmungsaktiv. Es hat hier so ein Klettverschluss. Und was es macht, ist nach der Geburt, wenn Baby Boo raus ist, dann, ich weiß nicht genau, wann du diese Bänder benutzt, aber für den Tag über legst du das Band an und das kannst du so variieren in der Größe.
Und das wirkt wie Kompressionsstrümpfe auf Füße, wirkt es für den Bauch. Also es hilft den Eingeweiden und alles wieder ein bisschen dorthin zu rücken, wo es hingehört. Es hilft deiner Haut. Es kann bei der Rückbildung von Dehnungsstreifen helfen. Sagt jedenfalls die Beschreibung. Dann gibt es dir gute Unterstützung, guten Support für deinen Rücken und überhaupt deine Haltung, gerade wenn du stillen möchtest. Und ja, manche tragen es auch nachts. Ich kann mir nicht vorstellen, das nachts zu tragen. Es ist schon ein bisschen, ist nicht so flexibel. Soll es ja auch nicht sein. Jedenfalls machst du es rum um deinen Bauch und deine Hüfte und ja, das soll bei der Rückbildung helfen. Und wie gesagt, Belly Bandit, ich habe gute Sachen vom Belly Bandit gehört. Und was ich noch besorgt habe vom Belly Bandit, im Moment weiß ich nicht, ob ich da wieder reinpasse, aber es sind Kompressionsleggings. Also wenn ihr schon mal Kompressionsstrümpfe besorgt habt für ein Krankenhaus oder für einen Flug, dann wisst ihr, wie schwer das ist, da reinzukommen. Und diese Leggings helfen eben auch beim Besserfühlen erstmal. Ihr kennt es sicherlich, der Körper verändert sich in der Schwangerschaft und ihr kennt es, wenn man sich unwohl fühlt. Und ich habe schon mal erwähnt in einem meiner Videos, was ich festgestellt habe, ist, dass mein Körper, dass da alles weich wird. Also alles, was vorher mal hart war, wird irgendwie weich. Und eine Kompressionsleggings hilft natürlich dabei, dass alles sich fest anfühlt und du dich gut fühlst und gute Unterstützung. Aber es hilft auch bei der Rückbildung. Also es hat hier auch wie so eine Schwangerschaftshose einen hohen Bauch. Also hilft auch deiner Bauchregion weiterhin bei der Rückbildung. Und genauso bei den Beinen auch. Und ja, ich dachte, ich kann es nicht schaden. Ich probiere es aus. Ich kann euch später immer noch sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Auf jeden Fall, das sind die Sachen, die ich mir besorgt habe. Oder die angekommen sind in Woche 36. Ich glaube, das Video zu Woche 36 ist ganz schön lang geworden. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich wir sind darüber, dass wir Woche 36 erreicht haben. Jetzt zeige ich euch noch das Bäuchlein. Da, der Bauch für Woche 36. Von links nach rechts. Daumen hoch und ansonsten abonniert meinen Channel.